Da will man einfach nur gemütlich ein paar Eier ausbrüten und dann versperrt so ein Lapras den Weg. Damit geht's weiter aus der Welt von Pokémon Go. Jawohl, ich wollte eben mein 10 Kilometer Ei gemeinsam mit den 5er Eiern ausbrüten gehen. Und dann sehe ich so in der Nähe Lapras. Dachte mir, gut, ich hoffe, das geht sich noch aus, bevor das erste Ei schlüpft. Denn das möchte ich ja immer live aufnehmen und das geht nur zu Hause. Mit guter Tonqualität. Und von daher, jawohl, es ging sich noch aus. Das Problem war dann allerdings, dass ich jetzt von Lapras bis nach Hause etwa 1000 Meter weit gegangen bin und nichts machen konnte. Ich habe immer gespürt, es hat vibriert und vibriert und vibriert. Das heißt, Radfratz oder Taubsi war in der Nähe. Aber ich wollte mir eben die Animation aufheben, um es jetzt aufmachen zu können. Lapras, 1400 Wettkampfpunkte. Und ich bin auch immer nebenbei am Trainieren, am Üben sozusagen. Die neue Wurftechnik, naja, neu. Curveball, aber unter Berücksichtigung, dass der mittlere Kreis so klein wie möglich ist. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile alle wissen, aber je kleiner der Kreis in der Mitte, man muss nicht reintreffen, kein Fabelhaft oder so, desto höher die Fangchance. Und das ist natürlich bei einem Lapras sehr wichtig. Das heißt, nichts damit großartig und KKG. Genau, und nach dem ersten Wurf ist Lapras auch direkt drin geblieben. Ich war natürlich nicht untätig in den letzten Tagen. Hab noch weitere seltenere Pokémon fangen können. Wie zum Beispiel nochmal Lapras. Und Aquana war dann auch da. Und das finde ich so schade. Warum immer nur Aquana? Ich habe schon mit mehreren Leuten so auch auf der Straße gesprochen, die dann immer Aquana gefangen haben. Jeder findet immer nur Aquana. Blitzer gibt's so selten. Flamara hat noch nie jemand gesehen. Zumindest so von den Leuten, mit welchen ich gesprochen habe. Das wäre noch interessant, mal so ein Flamara-Wild anzutreffen. Naja, wie auch immer. Ich bin jetzt am Überlegen, so welches Lapras ich hochziehen soll. Soll ich da ein bisschen auf die IV auch achten, weil eigentlich bei Relaxo und Lapras sind die IV nicht so wichtig. Da sollte man, weil die Bonbons eben so selten sind, da sollte man eigentlich das stärkste nehmen. Also das von den Wettkampfpunkten her stärkste Pokémon. Ja, mal schauen. Vielleicht siehst du hier in dem 10 Kilometer jetzt ein Lapras drin, dann werde ich das einfach hochziehen. Mein nächster Buddy wird dann nämlich Glumanda. Danach Relaxo und dann vielleicht irgendwann mal Lapras. Also mal schauen. Ach ja, in der heutigen Folge werde ich übrigens auch höchstwahrscheinlich ein Dragoran mit 3000 Wettkampfpunkten besitzen. Bin schon gespannt. Genau, genug Gameplay. Ich würde mal sagen, jetzt geht's mit dem 10er-Ei los. Ich bin schon sehr gespannt. Mir ist alles recht, außer Rosanna. Bitte. Ich hatte schon so viele davon. Ich glaube 5 Stück an der Zahl. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bitte. Ich nehme sogar Electek, von mir aus Sichlor, Evoli, Kabuto, okay, ist auch in Ordnung. Darf man sich nicht beschweren, Kabuto ist ultra selten aus einem 10er-Ei. Ich kann es zwar nicht so ganz verstehen, weil Kabutops ist nicht gerade das allerstärkste Pokémon. Aber trotzdem, sehr genial. Aus einem 10er-Ei, da waren wenige Bonbons drin, oder? 17, ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich hatte 49. Das heißt, das waren laut Adam Riese 17. Das ist wenig für ein 10 Kilometer, muss ich sagen. Aber trotzdem kein Griff ins Klo. Kein Griff ins Klo. Ich besitze zwar Kabutops, kann ich auch nochmal zeigen. Ich meine, den habe ich erst vor 2 Tagen oder so gefangen. Von daher, mein wild gefangenes Kabutops mit 86% IV. Ich kann dann dieses Kabuto auch noch kurz berechnen. Aber ja, was die Wettkampfpunkte betrifft, ist dieses Kabuto natürlich stark. Level 20, 2500 Sternenstaub, so wie jedes Kabuto aus einem Ei, wenn man selbst mindestens Level 20 ist. Aber gut, ja, das war ein 10er-Ei. Merkt man, dass ich ein bisschen enttäuscht bin? Ja, was soll's. Dieses Kabuto hat übrigens entweder 88 oder 91% IV. Ich kann es mal hier einblenden. Also eigentlich in Ordnung. Ist sogar sehr gut. Das heißt, dieses Kabuto werde ich höchstwahrscheinlich, da trage ich dann ein, wow, 88 plus, dieses Kabuto werde ich irgendwann entwickeln. Und Stern. Ah, sehr gut. Die Entfernung hat gereicht, die anderen Eier sind ebenfalls schon fertig. Sind jetzt 5, 6 Stück oder so, 5 Kilometer Eier. Los geht's. Ei Nummer 1.
Ich besitze jetzt 0 Fukano-Bonbons und von daher wird's mal wieder Zeit. Rettern ist auch relativ selten, aber jetzt nicht gerade die Rettung. Gut, kurz überprüfen. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann wieder entwickeln. Nächstes. Neulich so, als ich meinen Pokédex betrachtet habe, ist mir aufgefallen, ich bin froh, dass ich Diktor mal wieder aus einem Ei, dass ich Abracadabra, Simsala alle direkt gefangen habe, weil bis ich mein Abra zweimal entwickeln kann, ist noch ein weiter Weg. Hatte ich erst einmal oder zweimal aus einem Ei und so in der Wildnis auch relativ selten. Gut, dann sind wie immer alle guten Dinge 3 mit Anton. Sorry, es tut mir leid. Ich mag den Namen. Anton. Irgendwie, ja. Ich habe es früher schon immer extrem witzig gefunden, wie die Pokémon ihre eigenen Namen ausgesprochen haben. Insgesamt wirklich stark. Das heißt, Professor Willow, viel Spaß damit. Nummer 4 kommt zu mir. Und ich trinke Bier. Das war ein Zweckreim mit Myrapla. Hallöchen, 62, das heißt Giflor kann ich hochziehen. Ich bilde mir ein, mein Giflor hat hier sogar Solarstrahl, von daher schaden diese Bonbons definitiv nicht im Kampf gegen sämtliche Aquana dieser Welt. Außerdem muss ich wieder Sternenstaub sammeln, das heißt in nächster Zeit vermehrt Eier öffnen. Da ist nämlich sehr viel Sternenstaub drin. Jurob ist so unfassbar selten aus Eiern. Eben, irgendwie sind alle selten. Nein, aber ernsthaft, das Jurob zum Beispiel, da habe ich so das Gefühl, den habe ich vielleicht einmal aus einem Ei bekommen. Und das war's. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. Sehr schön. Ich glaube, es dem wird ein Yugong. Mache ich sogar direkt, denn ich besitze kein starkes Jurob. Und ein zweites Yugong. Definitiv, da mache ich jetzt spontan einfach die Entwicklung draus sauber. Mein erstes Yugong besitzt zweimal Eisattacken, einmal sogar Blizzard. Die andere Attacke weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif. So, kommt natürlich Yugong raus, mal schauen. 1200 hat mein erstes, dieses besitzt 1188, ebenfalls Eissplitter Blizzard. Sehr gut, ja. Mal schauen, welches ich davon hochleveln werde, aber ein zweites starkes Yugong. Dankeschön. Das dürfte jetzt das letzte oder vorletzte Ei sein. Genau, was ich eben sagen wollte. Sternenstaub. Meine ganzen neuen Pokémon, wenn ich die immer hochleveln muss. Mushas darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe mich nämlich genau informiert, so im Kampf gegen Dragoran ist Austos mit Eisattacken ultra stark. Von daher, ich muss mein Austos mal checken. Ansonsten muss ich mir noch ein zweites oder drittes machen. Ich habe, glaube ich, 3 davon, aber ich weiß nicht, ob die alle gute Werte haben und so. Gut. Jo, das war's jetzt. Ich muss ehrlich sagen, insgesamt habe ich irgendwie gehofft, dass Stratini jetzt bei 0 ist. 95,7 Kilometer gelaufen. Das sind 19 Bonbons. Stratini hat echt gute Arbeit geleistet. Sehr fein. Und ich werde jetzt aber wechseln. Denn ich besitze 6 Stratini-Bonbons. Ich habe noch Stratinis zum Verschicken. Und Dragoran kann ich sowieso erst wieder hochleveln, wenn ich Level 30 bin. Und bis dahin habe ich hoffentlich noch das ein oder andere Stratini gefangen. Das heißt, ich werde jetzt meinen Kumpel wechseln. Alle bisherigen Fortschritte geht verloren bei Deutsch Yoda gelernt, du hast. Yes, mache ich. Ich möchte ja meinen Pokédex vervollständigen. Und das gelingt nur, wenn ich... ja... Glurak bekomme. Und da Glumanda so unfassbar selten ist in Wien, es gibt nur wenige Spots, wo man einmal pro Stunde vorbeischauen kann, werde ich Glumanda wählen und mit dem mindestens insgesamt 0,1 Kilometer gelaufen. Okay. Und mit Glumanda werde ich jetzt mindestens mal 100 Kilometer laufen und danach checken, wie viele Bonbons noch fehlen. Yo. Andere gute Möglichkeiten habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber Moment, wechseln, yo, sind zum Beispiel die Starter natürlich, alle 3, Glumanda, wie gesagt, dürfte die beste Wahl sein, dann Taubsi zum Leveln, wer echt schon alles hat, ansonsten Pikachu, weil Pikachu benötigt nur einen Kilometer pro Bonbon und das ist schon heftig, kleines Easter Egg, wenn man 10 Kilometer mit Pikachu läuft, setzt es sich auf die Schulter. Und natürlich, alle anderen, Moment mal, das will ich kurz zeigen, ich will doch wechseln, so, das will ich kurz zeigen, wo ist denn Alpollo?
Ich habe gerade leider kein Alpollo, deshalb entwickle ich jetzt Nebulak. Ein 82% Plus aus einem Ei, denn das möchte ich einfach zeigen, wer das noch nicht gesehen hat. Das ist episch. So, ja, hier sieht er mittelgroß aus, sage ich jetzt mal. Aber dann. Nebulak, der ist jetzt noch immer mein Buddy. Das heißt, ich kann meinen Buddy entwickeln und er bleibt mein Buddy, oder wie? Oder habe ich jetzt gar keinen? Doch, ich habe einen Buddy und der ist riesig. That's what she said. Jawohl, genau. Das ist Alpollo. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, ja gut, ich meine, habe ich gesagt? Der sollte sich definitiv nicht auf meine Schulter setzen. Das könnte böse ausgehen. Ich nehme jetzt, wie gesagt, wieder Glumanda, denn ich möchte unbedingt Glurak haben. Bin am besten Weg zu Level 30 und jetzt werde ich noch Dragoran hochziehen. Hier nach Wettkampfpunkten sortieren. Mein erstes Dragoran. 4 Bonbons, 5000 Sternenstaub für ein Power-Up. Ich bin gespannt, ob die 3000 erreicht werden können oder ob es jetzt zum Beispiel, naja, das letzte Level-Up. Doch! 3000! Oh mein Gott. WP 3000. Ja. Wer hätte das denn gedacht? Der Schilling, der eher gemütlich spielt, taktisch spielt, der ausgelacht wurde, weil er ein 700er Evoli mal verschickt hat oder ein 650er Dratini. Leute, ich zocke mit Taktik und hier sieht man IV. Lohnt sich! Jawohl, 3000 mit Level 29. Ich freue mich schon aufs Level Up. Das wird lecker. Na gut, für diese Folge würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.